Ja, willkommen zu den CRTV News aus dem Juli. Deutschland. Hessens Polizei entdeckte Verunreinigungen. Die Bundesbeauftragte sprach im April von gefährlichen Entwicklungen auf dem Rauschgiftmarkt. Immer häufiger stießen Zoll und Polizei auf Haschisch, Marihuana und E-Liquids, die mit synthetischen Cannabinoiden versetzt wurden. Aus dem hessischen Sozialministerium heißt es, die Risiken seien besonders hoch. Immer häufiger suchten Eltern und Jugendliche deshalb Rat in den Suchtberatungsstellen. In der hessischen Suchthilfestatistik findet es bislang allerdings noch keinen nennenswerten Niederschlag, ergänzt Ministeriumssprecherin Alice Engel. Im Jahr 2019 erstellte das hessische Landeskriminalamt LKA Gutachten im mittleren zweistelligen Bereich, bei denen Verstöße im Zusammenhang mit synthetischen Cannabinoiden zugrunde lagen. Dabei handelte es sich größtenteils um E-Liquids, Kräutermischung und Cannabis. Ja, und noch eine Meldung von der A66. Der Fahrer eines Wohnmobils auf der Höhe der Ausfahrt Bad Orb-Wächtersbach hat auf dem Standstreifen gehalten, weil er dringend mal groß musste. Während der Mann sich auf der Toilette zurückgezogen hat, so schildert es die Polizei, habe ein Lastwagen mit Wucht das Heck des Wohnwagens gerammt. Das lief in der Tat etwas scheiße, denn dabei wurde die Außenwand aufgerissen und eine größere Menge Marihuana verteilte sich auf der Fahrbahn. Ganz offensichtlich waren die Drogen in sämtlichen Hohlräumen und auch im Dach des Urlaubsmobils versteckt gewesen, berichtet die Polizei. Die Fahrbahn in Richtung Fulda und die angrenzende Böschung war nach dem Unfall von 1 Kilogramm Päckchen mit Marihuana regelrecht übersät. Insgesamt sammelten die Beamten nach den neuesten Angaben vom Mittwoch 135 Kilogramm auf der Autobahn ein. Beide sollten noch am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden. Dem Mann wird außerdem Fahren ohne Fahrerlaubnis vorgeworfen, denn das Wohnmobil sei mit den Drogen so überladen gewesen, dass sein Führerschein bis 3,5 Tonnen nicht mehr ausreichend gewesen sei. Nun ja, nächstes Mal Lkw-Führerschein machen. Also, USA, weiter geht's. Albany, New York, Cannabis an Flughäfen. In New York werden Reisende an Flughäfen in Albany County im Bundesstaat New York nicht mehr nach mitgeführten Cannabisprodukten durchsucht. Zudem ist der Besitz von bis zu 84 Gramm Cannabis straffrei. Die neuen Regelungen sind eine Konsequenz der Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken. Zu Beginn des Jahres ebnete das New Yorker Parlament den Weg für die regulierte Abgabe an Erwachsene. Man werde Reisende nicht mehr nach Cannabis durchsuchen, stattdessen halte man Ausschau nach Bedrohungen wie Sprengstoff, Messer oder Waffen, erklärte der ehemalige Polizeichef Bart Johnson in einem Bericht vom Times Union. Olympia. Eine amerikanische Sprinterin darf nach ihrem Cannabiskonsum nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen. Der US-Leichtathletikverband verzichtete am Dienstag auf eine Nominierung der 21-Jährigen und verwehrt ihr damit auch die theoretische Möglichkeit, nach dem Ablauf ihrer 30-Tage-Sperre in Tokio im Staffelrennen anzutreten. Weil die Goldkandidatin positiv auf THC getestet worden war, wurde ihr Erfolg bei den Probeläufen gestrichen und sie für 30 Tage suspendiert. Diese Sperre wäre vor dem Staffelrennen am 5. August in Tokio abgelaufen. So kurz vor der Olympia schlägt der Fall in den USA hohe Wellen. Schuldig, ein Mensch zu sein, urteilte die Washington Post über Richardson. Denn eine veraltete Richtlinie nun genau das einbringe, was sie eigentlich hätte vermeiden wollen, Schmerz. Richardson ist der Trauerbewältigung schuldig, nicht des Dopings, schrieb die Zeitung. Im starren Olympiasystem werde sie nun vorschnell als Betrügerin behandelt. Das sollte nicht so sein. Ja, und hier noch ein Ausflugtipp für Österreich. Das Hanflabyrinth in Haid ist ein echtes Highlight in Oberösterreich. Direkt neben dem Haid Center eröffnete mit dem Exit the Field der wohl größte Irrgarten des Landes. Nach dem Premierejahr 2020 haben die Betreiber Christian und Irene aus gleich noch einen draufgelegt. Das Labyrinth ist mit einer Fläche von 37.000 Quadratmetern fast doppelt so groß wie letztes Jahr und entspricht etwas mehr als 5 Fußballfeldern. Ja, und dann noch Neues aus der Forschung. Cannabis hat seine frühesten Wurzeln wahrscheinlich im Nordwesten Chinas. Mit einer umfassenden Analyse von 110 Genomen hat ein internationales Forschungsteam herausgefunden, dass Hanf erstmals in der früheren Jungsteinzeit vor ungefähr 12.000 Jahren domestiziert wurde. Cannabis wäre somit einer der ersten Arten, die kultiviert wurden, zusammen mit Weizen und Gerste, wie die Universität Lausanne
zu einer im Fachmagazin Science Advanced erschienenen Studie mitteilte. Die ursprüngliche Form von Cannabis Sativa sei möglicherweise jedoch ausgestorben, berichteten die Forscherinnen. Ja, Schweiz. Mehrheit will Cannabis legalisieren. In der Schweiz wurde eine Umfrage zum Thema Legalisierung von Cannabis und Meinung zu Pilotversuchen durchgeführt. Mit einer klaren Mehrheit von 70% wurde für eine neue gesetzliche Regelung im Umgang mit Cannabis gestimmt. Im Zuge erwähnten die Befragten auch, dass es ebenfalls sehr wichtig sei, die Eindämmung des Schwarzmarktes und die Erhöhung der Sicherheit für Konsumierende zu gewährleisten. Und dies würde mit einer Cannabis-Legalisierung geschehen. Laut dem Bundesamt für Gesundheit, BAG, in der Schweiz war das häufigste Gegenargument die Auswirkung auf das Gehirn von Cannabis auf das Gehirn von Jugendlichen. Somit soll im Fall einer Legalisierung ein strikter Jugendschutz, ein Werbeverbot und eine hohe Besteuerung der Cannabisprodukte eingeführt werden. Ja, in diesem Sinne, Leute, bleibt gesund und vor allen Dingen tapfer. Ihr habt übrigens nun auch die Möglichkeit, uns mit einem Super Thanks zu bedanken. Das hat YouTube jetzt neu eingebaut. Das heißt, nicht nur bei Live-Sendungen, sondern auch so könnt ihr euch mit so einem Super Thanks bedanken und uns damit unterstützen. Das wäre sehr lieb. Bleibt auf jeden Fall dran, abonniert uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.